Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr im Meisterschaftsrang aufsteigen könnt. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier 6 Seiten. Am Ende werdet ihr Stufe 30 erreichen und mit jeder Stufe erhaltet ihr einen Attributsbonus für eure Module und Ausrüstungsplätze. Jetzt ist die Frage, wo kann man im Rang aufsteigen? Ihr macht ja einmal die Map auf, Albion, und da werdet ihr hier eine Hand sehen. Da aktiviert eine Wegmarke dahin und da machen wir hin. Bei diesem NPC können wir unseren Meisterschaftsrang erhöhen. Ende des Codepunkts aktiviert. Verdiene die Meisterschafts-EP, um deinen Meisterschaftsrang zu erhöhen. Höhere Meisterschaftsrang bieten dir mehr Boni. Mit steigendem Meisterschaftsrang erhöhen sich die Modulkapazität und die Lagerkapazität deines Inventars. Schau dir die Boni an, die ein höherer Meisterschaftsrang mit sich bringt. Du benötigst das Meisterschafts-EP, um deinen Meisterschaftsrang zu erhöhen. Du erhältst Meisterschafts-EP, wenn Nachbarn aufsteigen, die den Modulplätzen keine Sockeltypen zugewiesen haben, oder wenn du eine Mission zum ersten Mal abschließt. Wenn du die Voraussetzung für die Erhöhung deines Meisterschaftsrangs erfüllst, halte die Taste gedrückt, um den Rang zu erhöhen und in den Genuss der fächigen Boni zu kommen. Machen wir. Zack. So, da sind wir schon mal Stufe 2. Geile Animation auf jeden Fall. Bin jetzt gequetscht. Alter, werden wir zum Super Saiyan oder was ist hier los? Frag mich, ob bei jedem Rang dieselbe Animation kommt. Das interessiert mich gerade. Aber die haben das so OP gemacht. Am Ende ist aber nur, das sind Kapazitäten hier. So, machen wir nochmal. Stack. Jetzt schauen wir mal, ob es dieselbe Animation ist. Gut, ist es. Schade. Aber trotzdem, geil gemacht. Gut, Escape. Leute, genauso läuft das. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.